Einfach nur für das Lab sollte der Ladebildschirm jetzt irgendwie eine Harfe oder so anzeigen. Oha. Was ist hier passiert? Ist das das Rätsel? Heitere Überlebende. Ein alter Gnom. Seid ihr verletzt? Wer seid ihr? Geht's euch gut? Tja, das war nicht mein erster Monsterangriff. Ich kenne einen oder zwei Tricks zur Flucht. Erkennt ihr diesen Schlüssel? Der gehörte Barry, dem Tavernenbesitzer. Dort drüben liegt noch sein Bein. Oh. Falls ihr also alle Schlösser ausprobieren wollt, wird er euch bestimmt nicht aufhalten. Oh. Die Automaten sind jetzt bestimmt weg. Mal sehen, was es hier so gibt. Das kann es ja nicht geben im Mittelalter. Ich frag mich, ob Alto die Bardin es in die Tavernen Top 20 geschafft hätte. Da kommen wir jetzt nicht drum herum, oder? Achtung, es heißt, ein Sumpftroll hat sich unter der Ostbrücke eingenistet. Seid extrem vorsichtig bei der Überquerung, oder besser, lasst es. Ah, da müssen wir rüber irgendwann noch. Ich frag mich, wer der Sumpftroll ist. Das ist eine Banane. Es ist total lieb von Ducky, hierbei mitzumachen. Ja. Ah, ich wusste nicht. Wie habt ihr überlebt? Wie habt ihr diesen Angriff denn überlebt? Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stellte einer alten Frau ein Bein. Die hat's doch verdient. Geizige Spülhilfe. Erzähl ihm von unserer Quest. Wir beide beenden das Zeitalter der Monster endgültig, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst. Ist das so? Dann gebe ich euch etwas, das nützlich sein könnte. Danke. Ich nehme dann mal an, wir werden einer Schlange begegnen. Schlangenglocke, Art Instrument, erfordert Barde. Effekt Schlangen in Hörweite schlafen ein. Es ist so toll, wie viel Mühe sich jeder dabei gegeben hat. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht einfach rausgehen. Ich hoffe, wir können uns hier noch umsehen. Was denkt Ducky? Genial, wie ich Steph davon überzeugt habe, dass mein Charakter allein in einer Bar sein sollte. Alle Getränke, die ich will. Nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist total lieb von Ducky hierbei. Ja. Wir reden nochmal mit Ducky. Wegen dem Bier. Wie ich sehe, genießt ihr einen Schluck Ale. Aus Haus. Ned wird davon hören. Ja, sagen wir mal Ned. Ich hörte, Barry, der Tavernenbesitzer, hat einen Sohn. Ned, der sehr wachsam ist. Also ist Barry knapp 100 Jahre alt? Wir sehen uns noch ein bisschen um. Viel Glück. Ich habe ihm den ganzen Spaß gerade verdorben. Tut mir leid. Sorry. Alex hat recht. Aber ich wollte doch nur etwas Spaß haben. Du musst dir den Spaß einteilen, Ducky. Das ist nur zu deinem Besten. Es ist total lieb von Ducky, hierbei mitzumachen. Steph hat sich ja voll ins Zeug gelegt. Denkst du, wir hätten das vielleicht verhindern können, wenn wir eher hier gewesen wären? Ich glaube nicht. Wir waren beschäftigt. Eher nicht. Vermutlich waren wir bei König Tabor, als es passiert ist. Da weiß jemand, wie man Fëanor beschäftigt. Eine Truhe. Blutiges Bein. Harter Tag für Barry, den Tavernenbesitzer. Wunderschön. Wo findet Steph den ganzen Kram? Nudelholz. Ich hab tatsächlich Mitleid für diesen Menschen. Wenn da ein Monster wäre und du nur deine Gitarre hättest,
Würdest du ihm damit eine verpassen? Sei ehrlich. Aber die Gitarre. Na gut. Klar würde ich das. Bist du dir sicher? Nein. Ja. Ich glaub's erst, wenn ich es sehe. Ich hoffe, die Gitarre geht nicht kaputt. Ist das hier das erste Juwel, Benor, was man findet? Hast du das gesehen? Das muss es sein! Es ist einer der Juwelen! Oh. Das ist ja sehr nett von dem Gnom, dass er es nicht genommen hat. Ein geschafft. Noch zwei. Das war gar nicht schlecht, oder? Jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher, dass wir auch die anderen finden. Waren aber nicht sehr viele Hindernisse da. Wunderschön. Ah. Wo findet Steph den ganzen Kram? Oh, sorry, Ethan, ich wollte dich echt nicht unterbrechen. Ich hab gedacht, du wärst fertig. Blutiges Bein hatten wir, glaube ich, schon. Werbung? Hausbade? Sorry, Steph. Alto ist glücklich mit ihrem derzeitigen Job. Hausbade gesucht. Suchen einen Hausbaden, der zu Abendessen, Tänzen, Enthauptungen etc. unterhält. Muss gewitzt, Aufmerksamkeit und großzügig sein. Schwarze Haare bevorzugt, süßes Lächeln ist ein Plus. Exzellente Bezahlung. Das gefällt mir. Enthauptung. Okay. Alte Schwerter zu verkaufen. Sprecht Euwen den Schmied an. Okay. Ich frag mich, wer Euwen der Schmied ist. Vertreibt Monster mit dieser geheimen Kräutermischung. Nur 4 Goldmünzen für das Rezept. Treffen hinter der durstigen Möwe. Montags um Mitternacht. Es hat gar nicht funktioniert, du Schwindler. Hört sonst noch wer gruselige Geräusche beim Schloss? Ja, 2, nein, keiner. Es kann sein, dass ich mir dieses Rätsel übrigens ein Dutzend Mal anhören muss, weil ich immer wieder es vergesse. Oh, hey, eine Münze. Noch einer. Ich will mich jetzt auf Ethan konzentrieren. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Neue Fähigkeit, Klasse Baden. Fähigkeit, hypnotische Fuge. Sowas. Kann man sich nie angucken, okay. Mein Inventar ist aber nicht voll, ne? Und es wird auch nie voll werden, hoffe ich. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel, wenn in einem Spiel jetzt auch noch das Inventar wegfällt. Das Königreich hat ernste Probleme. Gesucht, tot oder lebendig. Lord Cravius. Batrika. Ach stimmt, Lord Cravius wird der Endboss. Sie Heul von Winsel. Sir Heul von Winselton. Gorum Kaltatem. Ich frag mich, ob das Ryan war oder ob er einfach nur ein gewöhnlicher Wolf war. Quasi. Oh Mann. Ich glaube, Ducky hat das fallen lassen. Die 13. fünfjährliche Versammlung der Ego-Keksburschen wird hiermit zur Ordnung gerufen. Oha. Es betrübt mich zu verkünden, dass alle 6 von uns weiter auf den Beinen und über der Erde sind. Erster Ordnungspunkt. Ducky, wenn du raten müsstest, wie lange hast du noch vorzuleben? Lange genug, um abzukassieren, Gordon. Und keine Minute länger. Ich krieche mit eurem Anteil in meinen steifen Fingern Richtung Grab. Lasst euch das gesagt sein. Oh. Ducky ist in einer Tontine? Das ist eine Tontine. Den Begriff habe ich noch nie gehört. Das ist hoffentlich abwaschbar. Na geht doch. Das muss das Rätselslösung sein. Die Legende der Seelenjuwelen. Belin, Nira, Desis. Das sind die 3 Helden wahrscheinlich, ne? Für lange Zeit, so sagt man, herrschten unaussprechliche Schrecken. Selbst Tageslicht, bis 4 Helden sich dem großen Schatten an der Küste von Kelian stellten.
Die Schlacht tobte tagelang, bis die vier Helden die Mächte des großen Schattens überwältigten und am Rande des Todes standen. Dort, in vom Blut rot gefärbten Wellen, gaben drei der Helden ihr Leben. Sie bewirkten einen uralten Zauber, der ihre Seelen von ihren Körpern trennte und sie in drei Juwelen von unermesslicher Macht verwandelte. Von Nira, der Berserkerin und stärksten der vier Helden, kam der Seelenrubin. Okay. Seelenrubin von Nira. Ich hoffe, ich muss mir das nicht aufschreiben, weil ich vergesse das. Von Desis, dem Kleriker und Weber der Geschichten, kam der Seelensaphir. Von Belen, der Illusionistin und Bewahrerin der alten Bücher, kam der Seelenamethyst. Mit den drei Seelenjuwelen in der Hand nahm der vierte Held sein Schwert und durchbohrte den großen Schatten mit Licht. Müde und geschunden vom Kampf versteckte der vierte Held dann die Juwelen und wanderte in die tiefe Wildnis von Revan. Er wurde nie wieder gesehen. Oha. Nira, Seelenrubin und dieses Seelensaphir. Den anderen muss ich mir nicht merken, wenn ich nur die beiden habe, kann man den letzten ja automatisch zu sortieren. Dieses Seelensaphir, Nira, Seelenrubin. Nira, dieses, oh Gott. Ich merke mir das nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Steph hat echt an alles gedacht. Sie ist unglaublich. Monsterlexikon. Barden brauchen auch ein wenig Ablenkung. Okay. Ich dachte echt nicht, dass das da drin steht und das funktioniert. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Lieber Lawrence, ich schreibe dir um meinen Ratschlag, den ich dir bei unserem letzten Abendessen gegeben habe, zu ändern. Es besteht kein Grund, dein Geschäft zu verkaufen. Ich bin überzeugt, dass das Zeitalter der Monster bald enden wird. Ich weiß, dass ein glaubwürdiger Quelle, dass der Aufruf seiner Majestät nach Helden von niemand anderem beantwortet wurde als Taino, dem legendären Monster. Yeah. Tot. Lawrence wird wohl einen neuen Unternehmensberater brauchen. Yep. Was hätten wir nochmal zum Bär gesagt? Das ist hoffentlich abwaschbar. Ach ja. Der ist ja auch blutbefleckt. Okay. Okay, wir machen ein Spiel Arkanoid. Einfach nur, weil wir den Rekord noch nicht haben. Ihr seht, mein Highscore ist jetzt hier 90.000. Das ist nicht ganz korrekt. Weil eigentlich hatte ich einen geringeren Rekord, aber das Ding war, mein Speicherstand ist wieder mal im Spinnen gewesen. Und ja. Dann muss ich es nochmal spielen. Wie das manchmal einfach so ist. Ah, ganz nett. Das Level habe ich relativ fix schaffen können. Es kommt mir viel heller vor als sonst. Will ich mir das ein? Ich will nur mal das ganz schaffen, weil ich habe es bis jetzt noch nicht ganz geschafft. Oh mein Gott, ich habe meine Maus hier benutzt und deswegen ist es gerade hier weggerutscht. Das habt ihr vielleicht gesehen. Lästig. Das Ding ist, dieses Spiel dauert so lange. Ansonsten müssen wir nichts ausmachen. Aber ich möchte euch einmal zeigen, wie das ist, wenn man hier das Spiel schafft. Am wenigstens probierst du ja nur einmal pro Episode oder so. Oh mein Gott. Eigentlich so ein bisschen unverzeihlich, ne? Bei einem Lab plötzlich anzufangen, auf einem Automaten rumzuspielen. Aber sind sie ja selbst schuld. Sie hätten ja auch ihn einfach wegräumen können. Das ist nicht meine Schuld. Schnell die Bälle alle weg waren, oh Mann. Ich habe noch keinen einzigen Blaustein bekommen, der mich vergrößert. Gott. Okay.
Oh nein, jetzt sind die beide da oben. Weiner ist Werwolf. Das war so witzig. Nice, okay. Ich glaube, es sind noch 3 Level. Dieses, eins danach und danach kommt schon der Endboss. Also, hey. Fortschritt ist okay. Guck mal. Oh man, die Bälle waren so schnell weg. Ich hasse dieses Level schon ein bisschen, das ist irgendwie... Oh Gott. Wie kommt man in diese 5 Dinger, die nicht gelb sind? Weil die gelben gehen ja irgendwie nicht weg, soweit ich weiß. Oh Mann. Ich muss irgendwie in der Seite hochkommen. Das ist gar nicht so einfach. Weiteres Leben. Ich hätte lieber das Level beendet. Vielleicht sollte ich versuchen, ganz rechts die Dinger wegzukriegen. Lästig. Es ist so schwer, den Ball dahin zu bekommen. Okay, ich mache einfach, starte einfach hier ganz rechts. Vielleicht dann. Selbst dann nicht. Was, ey. Okay, das eine habe ich wegbekommen. Das sieht nicht schlecht aus. Vielleicht klappt es jetzt. Ach komm schon, gib mir irgendwie so ein neues Teil. So eins. Das ist immer ein etwas. Das ist etwas. Okay, dann hier auf die Seite. Ah nee, das geht gar nicht. Das ist sehr gut. Das brauche ich jetzt. Genau das brauche ich jetzt. Oh je. Lästig. Das rote brauche ich eigentlich nicht. Muss ich nur noch dieses weiße Ding hier, das da wegmachen? Ich weiß nicht. Ich sehe keinen Unterschied zwischen gelb und gelb quasi. Was ist der Unterschied? Vielleicht bin ich ja farbenblind, aber... Sieht für mich so ziemlich nach der gleichen Farbe aus. Gott sei Dank, dieses Level war ätzend. Und schaffen wir es hier jetzt auch, sonst wird das auch nochmal Ewigkeiten dauern. Wenn ich Glück habe, kriege ich so einen Teil, wo ich das Level überspringen kann.
Nein. Hör mal. Ich will mal beides aufsammeln, aber manchmal geht's halt nicht. Das ist lästig. Das ist nützlich. Die Spiel ist so dumm. Aber ich will es fertig schaffen. Ich habe noch nie gesehen, bis jetzt gerade eben, weil ich nicht aufgepasst habe, dass da ganz unten nochmal irgendwie was zu den Sachen steht. S, C, E, D, L, B, D. Ernsthaft? Oh mein Gott. Ich verkack's jetzt noch. Schon wieder. Okay. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich hätte lieber die Vergrößerung gehabt. Okay. Ich finde grün so nutzlos. Das war knapp. Ich habe gedacht, der Ball würde ganz woanders hingehen. Nämlich da in die Mitte, ja. Dieser Ball ist so unberechenbar. Okay, mir egal, was denn geht. Ich will nur ein anderes Ding, andere Farbe haben. Oh Gott, ist das. Ist das Level vorbei, wenn ich das mache? Nee. Also P ist zusätzliches Leben, ne? Nehme ich mal an. Muss stark sein, weil ich habe einfach nur zusätzliches Leben bekommen. Und ja. Das ist, glaube ich, nächstes Level. Oder? Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Okay, letztes Level. Sehr schön. Der Trick ist, die Bomben in eine Richtung gehen zu lassen. Und dann in die andere schnell zu gehen. Oh mein Gott. Und ich verkack's ja natürlich erstmal schön das Beispiel. Okay, machen wir nochmal. Oh mein Gott. Okay. Wenn ich jetzt versage, dann bin ich so sauer auf mich selbst. Oh, nein, nicht schon wieder. Tja, ich kann dieses Spiel einfach nicht gewinnen. Barden brauchen auch ein wenig Ablenkung. Okay, machen wir was anderes. Ich brauch's noch mal ganz kurz, damit das angucken. Dieses Lab ist wirklich sehr detailliert gestaltet. Nira, Seelenrubin, Desis, Seelensaphir. Rubin, Saphir. Tut mir leid, dass ich dich so lange habe warten lassen, Taina. Rückblickend betrachtet, war es ganz offensichtlich ein Köder.
Es ist total lieb von Ducky, hierbei mitzumachen. Ciao. Ciao. Okay. Naja, ein Versuch war's wert.